Herr Bartens, Thema Empathie, die Grenzen der Empathie. Sie haben in Ihrem neuesten Buch Die Macht der Empathie schön dargestellt, was Empathie mit uns macht oder was wir mit Empathie machen können. Eine These unter anderem, Empathie ist gesund. Wie ist das zu verstehen? Ja, also die Macht des Mitgefühls bezieht sich eben auf viele Aspekte und einer quasi als erwünschte Nebenwirkung, nicht um das zu erzielen und zu beabsichtigen, aber es ist doch eine schöne Nebenwirkung, die ist, dass Menschen, die einfühlsam mitfühlend sind, dass sich das quasi umfassend auf ihren Körper auswirkt, dass man weiß, dass die Schmerzschwelle verändert ist, dass man also trotz der Einfühlsamkeit weniger empfindlich für physische, für körperliche Schmerzen ist. Das Immunsystem wird gestärkt, also die Abwehrzellen sind aktiver, robuster, man ist weniger anfällig für banale Infektionen, Husten, Schnupfen, Heiserkeit und so weiter. Es hat einen großen und sicher am besten untersuchten Effekt auf das Herz-Kreislauf-System. Also man weiß, dass die Blutgefäße elastischer bleiben, dass sich dort weniger Ablagerungen anheften, sie nicht so schnell verkalken. Und das führt in der Folge dazu, dass Menschen, die sehr einfühlsam, mitfühlend sind, die sehr auf ihr Gegenüber eingehen und da viel Widerhall und Resonanz erzeugen, dass sie seltener, wenn überhaupt, Herzinfarkt und Schlaganfall bekommen. Jetzt sind diese körperlichen Auswirkungen etwas Positives von etwas, wo man meint, man müsste sich immer besonders anstrengen, mitfühlend sein, etwas für den anderen tun, das sei eine Anstrengung. Oder man kann es auch so sehen, es ist eine natürliche Sache, die eigentlich in jedem angelegt ist. Wo würden Sie sagen, sollte man mehr den Schwerpunkt drauf legen? Ich glaube, das ist kein Entweder-Oder, sondern angelegt ist es in uns allen. Wir alle haben diesen ersten Impuls, wenn der Seiltänzer daneben tritt, zusammenzuzucken und die Luft anzuhalten und da mitzufühlen. Es gibt viele Beispiele dafür, wo Menschen ohne lang zu überlegen geholfen haben, spontan in der U-Bahn einem Epileptiker hinterhergesprungen sind, der auf die Gleise gefallen ist, obwohl dann der Zug kam und sich gerade noch runterducken konnten und sodass ihnen nichts passiert ist. Wir sehen das eigentlich in ganz, ganz vielen Beispielen, wenn jetzt einer von uns sich im Vorbeigehen am Tisch stößt, dass man dann sofort selber so den Mund zusammenzieht und dieses Autsch mitempfinden kann. Also diesen ersten Impuls haben wir immer. Aber sobald wir uns sozusagen gestresst, belastet fühlen oder das Gefühl haben, selber in Not zu sein oder von Fremden umgeben, die uns irgendwas wegnehmen in Konkurrenz, wie auch immer, da setzt die Ratio ein, da bauen wir dann so einen Schutzwall auf an, nein, geht mich nichts an, will ich nicht zulassen, ist mir egal, ist fremd und das führt dann dazu, dass wir dann weniger mitfühlend sind. Und ein kleines Beispiel, es gibt viele andere, aber ein kleines Beispiel ist das oft schon eine ganz geringfügige Vertrautheit oder Übereinstimmung dazu führt, dass man diesen Schutzwall aufbricht und mitfühlender wird. Da reicht schon, für denselben Fußballverein zu schwärmen, auch jetzt nicht im Fanblock, sondern einfach so zu wissen, der mag den gleichen Sportverein wie ich oder der findet die Musik derselben Band gut. Und schon bin ich einfühlsamer, mitfühlender, auch wenn ich den gar nicht kenne, sondern nur weiß, okay, da ist eine kleine Übereinstimmung. Das heißt, Empathie ist gesund, Empathie ist natürlich, aber Sie haben es ja schon gesagt, es gibt Grenzen, es gibt Schwellen, die auftreten können. Vielleicht können wir noch mal etwas näher darauf eingehen. Sie haben schon gesagt, Fremdheit wäre so ein Thema, Stress ist ein Thema, Belastung. Wie würden Sie sagen, welche Faktoren entscheiden vorrangig im Falle davon, dass ich sage, oh, ich kann jetzt doch nicht empathisch sein oder nicht gegenüber diesem, der ist mir fremd? Naja, wenn ich so das Klischeebild des Hamsterrad-Arbeitnehmers nehme, der das Gefühl hat, er weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, der zeitlich nicht hinkommt, der immer unter Druck ist oder sich so fühlt, der seine E-Mails nicht mehr beantworten kann, der das Gefühl hat, keine Kontrolle mehr zu haben. Der schaltet dann eigentlich nur noch auf Autopilot und denkt, oh, ich muss da irgendwie heile rauskommen für mich. Und das ist ja ein Gefühl der Überforderung, Überlastung, die viele von uns haben. Und dann ist sozusagen, ist man in der Käseglocke für sich und ist eigentlich, wissen viele Partner von überlasteten Menschen, dann ist man oft nicht mal mehr für die eigene Familie einfühlsam, aufnahmefähig oder bereit, da irgendwie Widerhall zu geben, sondern alles ist nur noch auf sozusagen Ego-Shooter sich selbst konzentriert. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und der zweite, im etwas
überhöhteren Sinne, das ist, es müssen auch jetzt jenseits von der unmittelbaren Anschauung des unmittelbaren Erlebnisses im Freundes-, Bekannten-, Familienkreis, es müssen wirkmächtige Bilder sein. Es muss sozusagen mir nahe kommen im buchstäblichen Sinne. Ein Beispiel ist der Tsunami in Indonesien, wo ich das Gefühl hatte, ja, da ist ein unschuldiges Völkchen von einer furchtbaren Naturkatastrophe überrascht worden, getroffen worden. Das ist ein Urlaubsparadies, die Menschen sind freundlich und harmlos, politisch wissen wir da nicht so viel, also da sind wir auf der guten und richtigen Seite, wenn wir denen spenden. Die Bilder haben das auch bei uns erzeugt. Ein paar Jahre später diese Flutkatastrophe in Pakistan, wo ein Drittel des Landes überschwemmt wurde und Millionen Menschen humanitäre Hilfe brauchten. Da war das nicht der Fall, man kannte das kaum als Urlaubsland. Es war, man vermutete ein korruptes Regime, was die Taliban unterstützte oder zumindest das zuließ und Osama bin Laden versteckte. Also das war irgendwie zwielichtig oder gar die Bösen. Da war die Hilfe nur ein Fünftel so groß. Und das Gleiche sehen wir jetzt angesichts von den riesigen Flüchtlingsströmen. Solange die im Mittelmeer waren und blieben, hatte man kein wirklich einprägsames Bild für die furchtbare Not, weil das Ertrinken meistens da buchstäblich sang- und klanglos passierte. Und das hat sich dann erst geändert mit diesem Jungen am Strand von Bodrum, diesem Bild, wo man das unschuldige kleine Kind sah und sich an diesem Einzelbeispiel, gerade weil es so still und unspektakulär schien, einem das nahe kam und einen das berührte. Oder eben als die Flüchtlinge dann tatsächlich hier waren und am Münchner Hauptbahnhof standen und man sah, die sind erschöpft, verängstigt, traumatisiert, in Not, hungrig, durstig, übermüdet. Das war sozusagen einer wie du und ich, dem man sich nicht entziehen konnte. Das Bild war dann unmittelbar da. Und das ist als kleiner Aspekt noch, glaube ich, auch ein Grund, warum diese ganze Pegida-Ablehnung und anderes eben hauptsächlich ja in Landstrichen zu finden ist, wo relativ wenig Fremde und Leute mit Migrationshintergrund leben. Und dort man diesen rational, vermeintlich rationalen Schutzschild aus. Die kennen wir nicht, die nehmen uns alle weg. Wir haben eh so wenig Arbeitsplätze, Sozialleistungen und am Ende wollen sie eh nur unsere Frauen, dass man das eher aufbauen kann, als wenn man seit Jahren mit Ausländern oder Menschen, die ursprünglich aus anderen Ländern kamen, zusammenlebt. Wenn ich jetzt diese Effekte nehme von Empathie, dass sie eben auch bewirken, dass man innerhalb einer Gruppe solidarisch ist, zusammenarbeitet oder gemeinsam handelt, dann könnte man noch auch sagen, ja, im Falle von beispielsweise einem wütenden Mob, der ein Asylbewerberheim angreift oder dann von der Polizei fliehen muss oder so, dass Empathie also nicht per se etwas Gutes ist, sondern auch in so einem, in einer Gruppe vielleicht auch ja, negative Effekte zeigen kann. Wie würden Sie das Ich sehen? betone natürlich lieber die positiven, um zu zeigen, dass der Mensch eben nicht von sich aus böse und ein blutrünstiges Wesen ist, auch wenn man die Menschheitsgeschichte als Geschichte von Grausamkeiten, Folter, Torturen und furchtbaren Verbrechen lesen kann. Also Sie haben völlig recht, es gibt natürlich auch so etwas wie einen Blutrausch oder sowas wie einen Sog des Gewalttätigen, in dem man sich dann reinsteigert, dadurch, dass der Mensch ein Gruppenwesen ist und das muss man wahrscheinlich tatsächlich erstmal neutral sehen. Das kann zu wunderschönen Dingen im Positiven führen, zu großen Wellen der Solidarität und Gemeinschaft und des sich Unterstützens und Helfens und ist wahrscheinlich auch evolutionär darin angelegt, dass man damals in der Savanne nur überleben konnte, wenn man sich als Gruppe gegen übermächtige Feinde oder zur Jagd auf größere Tiere zusammenschloss. Was aber genauso dazu führt, dass wahrscheinlich Verbrechen unter Soldaten oder im Lynchmob oder in vielen Situationen, dass man sich da reingesteigert hat durch diesen Gruppendruck und Gruppensog, der dazu geführt hatte, nachahmend zu verhalten. Und der Mensch ist eben auch rein biologisch gesehen ein Resonanzwesen, ein Nachahmtier, was eben vieles auch nachmacht. Das sehen wir harmlos schon, wenn wir gegenüber sitzen. Wir sitzen jetzt in ähnlicher Sitzhaltung. Wenn einer jetzt die Beine übereinander schlägt, macht es der andere wahrscheinlich auch. Wenn in einer kleinen Gruppe gegähnt wird, gähnt der andere. Also wir sind da sehr, Hunde und Herrchen und Frauchen gleichen sich über viele Jahre einander an. Und selbst Ehepartner, da weiß man, dass Fremde erkennen können, wenn sie Bilder von Paaren sehen, die lange zusammen sind, dass wer da zusammengehört und wer nicht, weil man sich sehr bis hin zu bestimmten Marotten und Gesichtszügen eben angleicht. Und das gibt es eben im Positiven, ja, aber leider auch im Negativen. Zum Schluss, Sie sind ja auch Beobachter in verschiedenen Bereichen, Medizin, Wissenschaft, Medien. Wo würden Sie sagen, könnte man ansetzen, um vielleicht, was sind ein paar Dreh- und Angelpunkte, wo man sagen kann, mehr
zu dieser natürlichen Empathie zu finden und die Grenzen der Empathie eben mehr ins Positive zu verkehren. Was wären für Sie so ein paar Punkte, wo man ansetzen kann? Na, das eine ist dieser alte Kinderspruch tatsächlich, der bei Kindern unglaublich wirksam ist, wenn die jetzt irgendwas Gemeines im Kindergarten gemacht haben, dem anderen die Brotdose über den Kopf gehauen oder was auch immer. Und dass man dann so, sagen ja viele Eltern, kannst du dir denn gar nicht vorstellen, wie der sich fühlt? Oder stell dir doch mal vor, du wärst das. Und diese einfachen Sätze, Aufforderung zum Perspektivwechsel, das funktioniert bei Kindern, aber das ist eben auch bei Erwachsenen sehr, sehr sinnvoll und eigentlich eine Übung, die man viel, viel öfter machen sollte. So beispielsweise, wie sieht die Welt aus Sicht eines griechischen Politikers aus, der sein Land vor dem finanziellen Kollaps retten will? Was geht in diesen Flüchtlingen vor? Was ist sozusagen in vielen Menschen, die uns fremd erscheinen, versuche ich, mich hineinzuversetzen. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Das ist eine Übung, die man, glaube ich, aktiv machen kann. Und das andere ist, da kommt mir immer das Beispiel dieses Filmes Holocaust in den Sinn. Das ist ja ein gängiges Prinzip. Bei der Titanic sind 1700 Menschen, glaube ich, bei der Katastrophe ums Leben gekommen. Aber diese Liebesgeschichte und die Dramatik von Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, die hat uns dieses Schicksal erst richtig vor Augen geführt und zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten gemacht. Nicht, weil 1600, 700 Menschen ertrunken sind, sondern weil die beiden einem so nahe gingen. Der Film Holocaust, wir wussten vorher, wer wissen wollte, und die meisten wussten es, wusste, dass 6 Millionen Juden getötet, vergast und mit anderen furchtbaren Dingen ums Leben gebracht wurden. Aber dieses Schicksal dieser Familie hat das sozusagen nochmal veranschaulicht. Also ich glaube, die Personalisierung der Einzelfall in den Medien, in Filmen, im Theater, der dann abstrahiert und aufs große Ganze schaut, das ist immer noch eine Technik, eine Vermittlungstechnik, die sehr dazu beiträgt, dass einem sowas näher kommt. Herr Bartens, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.